Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt. Diesmal Metro. Ich bin schon heiß drauf. Ich bin richtig heiß drauf. Und ihr könnt mir vorstellen, dass das vielleicht ein Let's Play wird, so ja. Ich nehme wieder in 4K auf, nicht in HDR, weil YouTube kommt mit HDR nicht klar. Mit einer hohen Bitrate, Videobitrate nehme ich auf, damit ihr das wirklich... Bei YouTube komprimiert das ja sowieso nochmal, dass ihr wirklich so gut wie möglich an dem Ergebnis seid, was ich hier vor mir sehe. Also, der Anfang, also der hat es in sich. Also, ich finde das echt geil gerade. Musik passt. Ja, stimmt, wir sind ja mit dem Zug unterwegs diesmal. Wir sind ja nicht in der Metro drin, also heißt zwar Metro, aber bei den ersten Teilen wart ja immer, also ist ja Exodus jetzt, wart ja immer in der Metro, also immer unterirdisch, und jetzt sind wir ja auch nicht nur unterirdisch. Ich habe mir schon ein bisschen was dazu durchgelesen. Videos habe ich mir nicht angeguckt, doch eh ein Video, glaube ich. Automatisch, bitte schaltet das. Okay. Auch vibriert der Controller. Okay, wir gehen erstmal auf Optionen. Audio. Musik machen wir ein bisschen runter. Lautsprecher, Controller. Lassen wir mal aus. Spieloptionen, Fadenkreuz, Tipps, Schilder übersetzen, Zielmodus halten, umschalten, halten, umschalten, ne, wir lassen mal halten dran, ne? Schwierigkeit einfach, Sprache Deutsch, Dialoge Deutsch, geil, Video. Das linke Bild kaum zu sehen ist. Ja, das linke ist kaum zu sehen. Ich kann es ganz, 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 ganz schwach sehen. Und in der Aufnahme, ne gut, in der Aufnahme ist es ein bisschen heller als am Bildschirm. Eingabehilfe, Sprache, Untertitel. Oh, wir können so ja Hintergrund machen für Untertitel. Wir lassen es jetzt erstmal so. Größe des Untertitels. Ja, groß. So, Optionen. Fortsetzen geht nicht. Haben wir ja nichts zum Fortsetzen. Kapitel auch nicht. Wir können nur diese beiden Sachen machen. Und dann werden wir mal ein neues Spiel anfangen. Oh ja, das ist, ich habe ja das letzte Metro leider nicht gespielt. Und wir wollen ja die Story und die Atmosphäre genießen, also nehmen wir erstmal das. Und ich bin auch kein guter Shooter-Spieler, muss ich dazu sagen. Da ist es natürlich besser, wenn wir es erstmal einfach machen. Aber ich erinnere mich noch an das Leben vor dem Krieg. Ich erinnere mich, dass wir anders waren und dort oben lebten, an der Oberfläche. Wir waren die Herrscher der gesamten Welt.
Wir hatten gigantische Städte aus Glas und Stahl gebaut. Nach Belieben die Meere überquert und auch den Himmel erobert. Mach mal das Spiel noch ein Stück lauter, weil das ein bisschen leise wirkt bei mir. 7 Milliarden. Wir sind nicht für das Leben in den Tunneln geboren. Ich wurde geboren, um frische Luft zu atmen. Daran kann ich mich erinnern. Weil die Ausschläge ein bisschen wenig sind. Die 7 Milliarden wurden im letzten Krieg ausgelöscht. Nur 50.000 schafften es, im Untergrund zu überleben. Die Oberfläche ist vergiftet, verbrannt und wimmelt vor schrecklichen Monstern. Eines Tages wird die Strahlung an der Oberfläche vielleicht nachlassen und unsere Enkelkinder oder deren Enkelkinder können vielleicht dorthin zurückkehren. Zumindest glauben meine Brüder des Ordens das. Im Grunde bestand für uns von Anfang an keine Hoffnung. Trotzdem sind wir Menschen einfach zu schlecht im Aufgeben. Wir versuchten, das Beste daraus zu machen. Wir verbündeten uns und arbeiteten daran, die Metro zu unserem neuen Zuhause zu machen. Immerhin ist das hier möglicherweise der einzige Ort auf der Erde, an dem noch Menschen leben können. Eine Zeit lang hatten wir gedacht, wir könnten es schaffen. Doch leider hat der Krieg nicht auch unsere schlechten Gewohnheiten getötet. Es war nur ein flacher Abhang, aber wir glitten einfach hinunter. In der relativen Sicherheit der Tunnel gärte die Korruption. Und als die Gefahr von oben kam, stellten sich nur wenige von uns gegen sie. Und es wurden täglich weniger. Aber ich erinnere mich, dass wir für ein besseres Leben geboren wurden. Und ich kann nicht hinnehmen, dass ich im Untergrund alt werden und sterben soll. Es ist mir egal, wenn sie mich als Idioten beschimpfen. Aber wenn auch nur der kleinste Splitter dieser alten Welt noch da draußen existiert, muss ich ihn finden. Boah, geil. Wenn endlose Jahre hoffnungsloser Existenz und ein einzelner Moment der Hoffnung zur Auswahl stehen, muss ich mich für die Hoffnung entscheiden. Ich muss dieses Signal finden. Echt geiler Anfang. Ich habe noch nicht mal gespielt und bin geflasht.
die armen Schweine. Leck mich am Arsch.
kann ich, das ist alles Video, da kann ich nichts machen. Hey Duke, warte mal. Wohin denn jetzt? Nach links, über den Platz. Hey Damir, meinst du, der Oberst weiß, was Artyom da oben vorhatte? Woher soll ich das wissen? Frag ihn doch selbst. Er hat sich vom Ring aus per Funk gemeldet und gesagt, er sei morgen hier. Hey, du, lass ihn in Ruhe. Soll er doch lernen, selbst klarzukommen. Wie soll er sonst in der Metro überleben? Aufwachen, Leute. Halte durch, Artyom. Du bekommst jetzt eine frische Dosis Spartanerblut. Artyom, bist du wach? Ja. Alles gut. Der Arzt sagt, du erholst dich wieder. Das ist doch gut. Soll ich vor lauter Sorge umkommen? Nein. Was, wenn du nächstes Mal nicht von der Oberfläche zurückkehrst? Komm ich. Da draußen ist niemand, Artyom. Niemand, den wir finden können. Niemand, mit dem wir reden können. Gäbe es da Menschen, dann wären sie doch längst hier, meinst du nicht? Wieder und wieder haben wir darüber gesprochen. Vielleicht schaffen sie es nicht. Du musst akzeptieren, dass es nur noch uns gibt. Nee. Bist du ja, du Sturmbock. Wie oft müssen wir dieses Gespräch noch führen? Wenn du dich wegen deiner albernen Träume selbst umbringst, soll mir das egal sein. Aber siehst du nicht, was du meiner Tochter antust? Deiner Frau? Papa, bitte. Nach dem Kampf um D6 hat der Orden kaum noch Männer. Und du gehst einfach. Die Leute brauchen dich und du verfolgst egoistisch deine fixe Idee. Aber jetzt hat dieser Scheiß ein Ende. Es gibt nur die Metro und sonst nichts. Und der Orden hat sie zu verteidigen. Wenn nicht wir, wer dann? Du scheinst fit zu sein. Also mach dich bereit. Dann besprechen wir deinen Transfer zur Polis. Oh nee, das wird zu viel. Wir müssen reden. Ich hole den Arzt. Artyom. Bitte versprich mir, dass dies das letzte Mal war, ja? Wir sehen uns später. Vielleicht ein bisschen besser so, dass pegelt sich die Kamera ein bisschen besser ein. Artyom, wir haben dich gerade noch retten können, aber die Leute geben dir ihr Blut, mit dem so viele Verwundete gerettet werden könnten. Und du bringst es verstrahlt wieder zurück. Meinst du nicht, das ist unfair? Lass es mich mal so sagen. Beim nächsten Mal kann ich für nichts garantieren. Ich auch nicht. Eine Schande, dass sie so viel Zeit an der Oberfläche verbringen. Artyom,
Pass etwas besser auf dich auf, ja? Selbst wenn du da draußen Menschen findest, haben sie vielleicht ihre eigenen Probleme. Ich traue meinen Augen nicht. Artyom, es geht dir gut. Du hast uns ganz schön Angst eingejagt. Artyom, wie geht es dir, mein Freund? Offenbar gut. Entschuldigung, das schreit nach Artyom, noch ein paar Narben mehr und du wirst für Frauen unwiderstehlich. Und wir gerade davon sprechen. Aljosch, wie waren die ganz der Alte. So? Leute, könnt ihr aufhören, ihn zu belagern? Bruder? Privet, Artyom. Wegtreten! Ich gebe euch 2 Stunden, Leute. Ja. Oh, also ganz ja, ich wusste es. Also habe ich etwas mitgebracht. Bitte lasst uns das letzte Mal halte nicht durch, Artyom. Wieder nichts. Artyom, das Einzige, was ich höre, ist das Ticken des Geigerzählers. Ach ja, und dann sind da noch diese verdammten Dinger, die ständig vor sich hin krächzen. Lass uns nach Hause gehen, mein Schatz, bitte. Meinst du nicht, ich würde es auch vorziehen, an einem Strand oder in einem grünen Wald zu leben? Aber was bringen solche Fantasien in einer so stillen Welt? Sie ist still, Artyom, weil sie tot ist. Die Zeit ist rum. Wir müssen die Filter wechseln. Na los, wechsel deinen Filter. Hast du nicht schon genug Zeit im Krankenlager verbracht? In Ordnung, gehen wir los. Vater wird mich umbringen, wenn er herausfindet, dass ich mit dir hochgegangen bin. Sogar doppelt, wenn er erfährt, dass wir in einer Verbotszone der Hanse waren. Bist du schon in all diesen Ruinen gewesen? Weiß ich nicht. Zerstörung? Ich denke schon. Und Moskau hatte die beste Luftverteidigung im ganzen Land. Wenn Moskau jetzt so aussieht, wie mag dann der Rest der Welt aussehen? Ich musste einen Dämonen davon jagen. Es wurde schon zu gemütlich hier. Hör mal, vielleicht solltest du zum Orden zurückkehren. Wir könnten zur Polis ziehen. Papa hat gesagt, er würde eine Wohnung für uns organisieren. Denn wenn nicht wir, wer dann? Eine Wohnung mit Küche und Dusche. Hier sollten wir nacheinander gehen. Das ist zu instabil. Jetzt bist du dran.
Lass uns einen Gang zulegen. Die ganze Gegend weiß jetzt, dass wir hier sind. Ah, cool. Ich mach mal wieder mittig, so. So finde ich das eigentlich ganz gut. Atjom, hilf mir, da hochzukommen. Scheiße! Komm schon hoch! Ich hab dich! Was Großes gebrüllt. Zumindest war es weit weg. Das ist endlich mal ein Schneesturm. Ich sehe die Hand vor Augen nicht. Und ich höre auch nichts. Lass uns den Funk nutzen. Was zum... Artyom, siehst du das? Das bilde ich mir doch nicht ein, oder? Nee, ist ein Zug. Sollen wir versuchen, ihn einzuholen? Sieh mal, das sind unsere Leute vom Orden. Anscheinend verfolgen sie auch diesen Zug. Schließen wir uns ihnen an. Hey, na los, kommt rein!
Hier muss K.O. schlagen, oder was? Das hättet ihr vorher feststellen müssen, Arschlöcher! Artyom, Gott sei Dank. Diese Typen, sie gehören zur Hanse, nicht zum Orden. Diese Arschlöcher. Die haben mir eine schöne Nummer abgezogen. Tja, dafür wird Papa ihnen den Arsch aufreißen. Was ist in eurem Moskau überhaupt los? In unserem Moskau? Du sagst das so, als wärt ihr nicht von hier. Sind wir auch nicht. Unser Dorf liegt etwa 200 Kilometer entfernt von hier. Was für ein Dorf? Ihr seid nicht aus Moskau? Ein ganz normales Dorf. Wir sind hergekommen, um den Vater des Jungen zu finden. Vor etwa einem Jahr ist er nach Moskau aufgebrochen und nie zurückgekommen. Und dann wurden wir von denen hier erwischt. Du meinst, es gibt Leben da draußen? Warum sollte denn da keins sein? Klar, es gibt viele schlimme Orte und Bestien. Aber wir kommen zurecht. Artyom, du hattest recht. Da draußen leben tatsächlich Menschen. Siehst du, wusste ich doch. Wir wussten es nicht. Wir dachten, wir seien die einzigen Überlebenden. Gott, wir müssen der ganzen Metro davon erzählen. Die wollen uns garantiert nicht gutet. Hey, ihr habt uns fast zum Arsch der Welt gefahren. Damit kommen sie schon klar. Gebt ihnen wenigstens ihre Masken zurück. Die wollen sie erschießen. Die wollen wohl nicht, dass es bekannt wird, dass es außerhalb von Moskau Überlebende gibt. Oder ist der Zug vielleicht von der Hanse? Und die haben Kontakt zur Außenwelt, aber wollen nicht, dass die anderen das wissen. Weil sie dann weniger Geld machen würden oder so.
Achtung, die Drehscheibe wird aktiviert. Alter Stinkstiefel! Du wanderst direkt in den Graben, wenn du nicht still bist. Jetzt hör zu. Wenn du hier rauskommst, werden wir so eine Scheiße nicht noch einmal dulden. Okay? Tiere! Wie können sie nur? Was kann ich nur tun? Da! Ein Mutant? Ein Telepath! Ein Mensch? Ja, wie bist du? Oh, mein Gott. Wegen dir hat sie so geschrien. Lebendig! Du bist wegen ihr gekommen? Ja. Also gut. Ich werde dir helfen. Bin ich mal nützlich. Okay, sie haben das Mädchen zum Verhör durch den Kommandeur in die Basis gebracht. Ich kann dich nicht zum Haupteingang bringen, da sind zu viele Wachen. Aber vielleicht klappt es von der Rückseite. Okay. Auf geht's, aber nicht zu hastig. Wenn die dich bemerken, sind wir beide erledigt. Warte. Du bleibst besser im Schatten. Wir machen das so. Du machst heimlich das Licht aus, während ich sie ablenke. Wo willst du hin? Komm zurück! Das ist wieder die verdammte Sicherung. Anscheinend sind die Reparaturen am Generator noch nicht abgeschlossen, Feldwebel. Nicht so schnell. Sag den Arbeitern, die sollen mal nachgucken. Ducken und keine Geräusche machen. Ist ja wieder vernünftig geworden, ja, Mann. Siehst du die Leiter? Versuch dich dorthin zu schleichen. Aber beide bitte das nicht. Bleib nah an der Wand. Yermak, bist du das? Was stammelst du da? Komm her und hilf mir beim Reparieren. Jawohl, komme schon. Mein Schnürsenkel ist aufgegangen. Ich komme sofort. Hey, mach ich deine Kiefer. Mit dem Generatoren stimmt etwas nicht. Das solltest du dir ansehen. Denk mich lieber um dich. Ja, als ob du mir sagen müsstest, was ich zu tun habe. Reparier lieber die Leitung hier. Warte. Na los, du musst ihn ausschalten. Du kannst dir das leise erledigen. Was murmelst du darum? Ah, Yermak, wird Zeit. Ja, ja. So, aber ich habe hier nichts. Licht aus. Zu dieser Tür. Versuch ihn abzulenken. Da liegt etwas Müll herum. Wirf ihn. Klasse. Und jetzt werfen. Ich hoffe, die Geräusche lenken ihn ab.
Mist, den da oben habe ich nicht gesehen. Ich habe gedacht, der ist unten. Shit. Durch, na los! Dieser System versorgt die Kommandozentrale mit Luft. Viel Glück! Jetzt bist du tot! Die Maus ist tot! Egal wer du bist! Aber wird... Halt deine verfickte Klappe! Das sind aber Ausdrücke, die er zu meiner Frau sagt. Da werde ich wohl einschreiten müssen. Deutschland, England, Italien. Sieht aus wie Berlin fast so, ja. Du hattest die ganze Zeit recht. Verstehst du? Oh, da sind aber viele. Da draußen ist nicht nur Russland. Da ist die ganze Welt. Oh mein Gott. Warum? Warum hat dir Moskau vor der Welt versteckt und umgekehrt? Weil der Krieg noch nicht zu Ende ist und ihr verhaltet euch wie verdammte Kinder. Alarm! Der Feind! Die Wachen werden bald hier sein. Verdammt! Nicht schießen! Ich gehöre zu ihm. Artyom? Zu euch! Das Tier haben die hier liegen gelassen. Oh, cool. Wir müssen raus, bevor sie sich erholen. Bereit machen, Leute. Wachen! Du musst dich über den Hof schleichen und dann durch die Tür, aus der die Wachen kommen. Hierher, schnell! Auf geht's! Wer bist du? Andrei Ivanovich Jermak, der Zugführer. Lauft jetzt! Lauft zu diesem Hangar und zu Gott will, bringe ich euch hier raus! Die kennen mich, also kann ich warum ohne Probleme dort. Andrei Ivanovich? Ich hatte eine. Ach, werde ich wohl später erzählen, hoffe ich. Sei los? Vorsichtig! Hey! Hey, Artyom, ich sehe den Feind. Hilf mir ein wenig. Bei dem Schneegestöber sehe ich nicht viel. Vergiss deine Sichtbarkeitsanzeige nicht, Artyom. Wenn du dich nicht so schnell bewegst und aus dem Licht bleibst, bemerken sie dich kaum. Auch wenn du deine Taschenlampe einschaltest, können sie dich bemerken. Artyom, da kommt wer. Zwei sogar. Ich gebe dir von oben Deckung. Was der Grund deine Scheiße gemacht hat? Keine Ahnung, ehrlich. Oder
Achtung! Die Kommandozentrale wird vom Feind angegriffen. Es geht los! Ich gebe dir Deckung! Achtung! Der Hangar ist gleich da vorne! Wir könnten es schaffen! Zivilpersonal hat bis auf weiteres an Ort und Stelle. Gute Arbeit, Achtung! Wir sind drin! Achtung! Das Störsystem wird wieder hochgefahren! Du kannst die Maske abnehmen, Achtung! Jetzt müssen wir hier Mack finden. War denn das mit der Maske abnehmen? Achso. Nee? Ja. Die Wachen werden uns nicht gehen lassen. Wir müssen uns also zuerst um sie kümmern. Achtung, der Feind hat sich im Visier. Ich sehe ihn! Er ist da oben! Ich gehe in Deckung. Alles klar. Jetzt dann? Was bin ich froh, euch hier zu sehen. Alles klar bei dir? Alles gut, danke. In Ordnung, wir haben nicht viel Zeit. Die sind bald zurück. Ich gehe zur Lok. Sie müsste jetzt bereit sein. Geh da hoch und schaltet den Mechanismus für die Drehscheibe ein. Und seid bitte vorsichtig, sonst ist ganz schnell die...
Na lauf doch, Mensch. Noch mehr Wachen, schnapp sie dir. Alarm! Alle Gruppen zum Hangar! Wieso kann ich denn die jetzt nicht wechseln, die Waffe? Verstehe ich nicht. Lass uns das gemeinsam machen. Nur ein bisschen. Ja. Oh, 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 der fährt los. Renne. Blendgranat. Wir haben den Zugführer mit zwei Komplizen festgenommen. Ende. Verstanden, Basis. Ende. Also gut, erschießen Sie die beiden. Und was den Zugführer betrifft... Was soll das heißen? Erschießen Sie die beiden. Widersprechen Sie mir nicht, Soldat. Sie es nicht. Der Oberst wird Ihnen was husten. Herr Oberst, wir haben...
haben hier ein Problem. Papa! Leute! Wir sind's! Helft uns! Anna! Was zum Teufel? Jung! Leute, was macht ihr hier? Das kommt jetzt wieder. Herr Oberst, das bedeutet Kriegsgericht für Sie alle! Also gut, alle herhören! Seid still! Ich fasse es nicht! Kein bisschen Scheiße! Also ist das wahr? Du arbeitest für sie? Die Mistkerle haben auf uns geschossen, sie... Ach, egal. Ihr habt ja keine Ahnung, was ihr angerichtet habt. Wir haben keine Wahl mehr. Die Hanse kann das nicht tatenlos hinnehmen. Die Beobachter werden das nicht zulassen. Nein, ich bin nicht still. Wofür diese Störsender? Warum wird die Tatsache verschwiegen, dass nicht nur Moskau überlebt hat? Dort in dem Graben, das sind Menschen aus anderen Städten. Tod, alle. Alle Mann die Klappe Frauen, halten! Kinder! Das erkläre ich euch später. Alles. Opa, wie sieht die Strecke aus? Die Strecke ist okay, zumindest bis zur 100-Kilometer-Markierung. Gibt's in der Nähe eine sichere Stelle zum Halten? Natürlich, wir müssen uns allerdings beeilen. Sie haben den Kampfzug gerufen. Also gut, meine Herren. Artyom und Anna haben gerade ein großes Chaos angerichtet. Sie können nicht mehr nach Moskau zurück. Das Kriegsrecht dort bedeutet die Todesstrafe. Jedenfalls muss ich sie aus der Stadt bringen, bis der Ärger verraucht ist. Aber ihr solltet alle bleiben. Hören Sie, Herr Major? Meine Leute haben nichts mit diesem Missverständnis am Störsender zu tun. Also ich werde für Sie kämpfen. Keine Frage. Natürlich. Artyom, Anna, Sie gehören zu uns. Lässt niemanden zurück. Wenn ich hier werde. Also gut, Spartaner. Werf die da über Bord. Und dann voll dann vorauf. Komm mit, Artyom. Lass uns etwas frische Luft schnappen. Also wusste der Typ Bescheid. Ich bin so froh, dass die Jungs uns unterstützt haben. Wie es scheint, hat mein Vater ihnen aber auch nichts darüber gesagt. Wir haben 20 Jahre in der Metro verbracht und geglaubt, die Welt sei im Krieg komplett verbrannt. Aber sie haben Moskau einfach nur mit diesen Störsendern umstellt und wir haben nichts bemerkt. Wie genial von ihnen! Während du an der Oberfläche verstrahlt wurdest, hat mein Vater einfach weitergelogen. Er hat dich belogen und mich. Er hat alle belogen. Die Oh, oh. Oh. Halten Sie die Lok sofort an und kommen Sie mit erhobenen Händen raus. Das war nur eine Warnung. Wenn Sie nicht Folge leisten, werden Sie erschossen. Verdammt, das nenne ich meine Panzerung. Gut, bist du jetzt zufrieden? Ist es das, was du dir erhofft hattest? Warum sollte es seine Schuld sein? Du hast alles gewusst und ein Scheiß gesagt. Scheiße! Das war die letzte Warnung. Halten Sie sofort die Lok an. Oh, Mist! Bist du in Ordnung? Ja. Nur ein Kratzer. Okay. Ich muss davor warnen. Unsere Bremsen sind in keinem guten Zustand. Jörg, bremst ab. Sollen Sie glauben, wir würden aufgeben? Jawohl. Ach, endlich etwas Vernunft. Jetzt bis zum Halt weiterbremsen. Granaten werden Ihren Nack kaum ankratzen, also. Wie wäre es mit einem Angriff von innen? Nicht genug Sprengstoff. Es sei denn, wir stecken alles, was wir haben, in Ihren Feuerkasten. Bitte, lassen Sie mich das übernehmen. Herr Oberst! Ich teile hier die Freiwilligen ein. Artyom wird das machen. Warum Artyom? Weil er schuld ist und es wieder hinbiegen muss. Artyom, spring rüber, sobald wir langsamer sind. Ich werde Sie derweil ablenken. Sind Sie das, Jakob? Ja, also lassen Sie den Scheiß, Miller. Sie können nirgends hin. Sie sind nie hier draußen gewesen. Wir schon. Wir wollten nicht weit weg. Nur ein wenig aus der Stadt heraus, bis die Aufregung nachlässt. Und ihr habt einfach das Feuer eröffnet. Lasst ihr uns gehen, wenn wir anhalten? Ich muss Sie verhaften und vor Gericht bringen. Ihnen sind die Anklagepunkte bewusst, nicht wahr? Fahnenflucht. Hochverrat. Soll das ein verdammter Scherz sein? Ich? Ein Verräter? Sagen Sie mir, was hatten Sie mit dem Zug vor, hä? Nur eine Spendtour? Nein, darauf gibt es nur eine Antwort. Sie wurden gekauft und flüchten zurück zu Ihren Auftraggebern.
Taliban. Das Urteil ist also bereits gefällt. Es wird nicht einmal eine Gerichtsverhandlung geben. Lassen Sie die Scheiße. Was haben Sie da? Karten? Verteidigungspläne? Wollen Sie sich mit Ihrem Leben einen Ruhestand am Meer erkaufen? Sie verdammter Krüppel! Pläne? Hochverrat? Seit Jahren haben wir euch geholfen, ohne Fragen zu stellen. Wir haben unser Blut dafür vergossen. Sie haben Verrat begangen. Sie haben uns vernichtet und Sie... Ich bin mein ganzes Leben Soldat gewesen. Mein Leben habe ich meinem Volk und meinem Land gewidmet. Aber ich will verdammt sein, wenn ich es an Parasiten wie euch vergeude. Exodus. Oh mein Gott, Artyom, Gott sei Dank geht es dir gut. Boah, macht das Laune, ey. Boah, macht das Laune. Boah, warte, ich bin schon bei über einer Stunde? Scheiße, ich wollte es doch nur anzocken. Das macht so Laune, ey. Wir haben 100 Kilometer von Moskau entfernt angehalten, um unsere Geigerzähler abzulesen. Erstaunlicherweise sind sie alle im grünen Bereich, als hätten sie sich gegen uns verschworen. Trotzdem beeindruckt mich diese Nachricht nicht besonders. Die anderen sind ganz verwirrt, was sie nun tun sollen, aber ich warte nur auf Antworten. Und hoffe, dass der Kommandant, dem ich bis vor kurzem ausdrücklich vertraut hatte, sehr überzeugende Erklärungen hat. Boah, geil, ey.
Die gucken wir uns jetzt noch an. Aber dann würde ich auch langsam Schlussstrich machen für heute. Wir sind an einem kritischen Punkt angekommen. Und wir alle fragen uns einfach, wie es jetzt weitergehen soll. Ja, das dachte ich mir fast. Aber ihr habt wohl schon kapiert, wie die Dinge stehen. Funktioniert dein Zähler denn? Hast du mal nachgeschaut? Ja, alles im grünen Bereich. Hab's zweimal überprüft. Stepans Zähler zeigt auch grün. Wir brauchen hier keine Masken. Also, haben Sie die Wahrheit gesagt? Wer hat die Wahrheit gesagt? Warum antwortest du nicht? Wer waren diese Leute, die uns umbringen wollten? Warum sollten sie auf dich, den Kommandeur des Ordens, schießen? Erklär uns das wenigstens. Das schuldest du uns. Naja, dann kann ich die Bombe auch genauso gut gleich lassen. Der Krieg ist nicht vorbei. Was soll das heißen, er ist nicht vorbei? Lass uns ausreden. Die meisten Städte wurden zerstört. Der Rest des Landes ist vermutlich unter feindlicher Besatzung. Um Atomangriffe gegen uns zu vermeiden, hat das Kommando die einzige Möglichkeit gewählt. Sich totstellen. Um Funkstille zu gewährleisten, wurde das Schildsystem aufgebaut. Ein Netzwerk aus Störsendern, das Moskau und die Vororte abschirmt. Damit ein paar Hobbyfunker mit ihrem Gewinsel keine weiteren Bomben provozieren. Und einige dieser Störsender wurden von den hier Anwesenden ausgeschaltet. Hättest du das nicht vorher sagen können? Zum Beispiel, bevor Artyom mit dem Funkgerät nach draußen ging und all die Strahlung abbekam? Nein, ich wurde erst vor einem halben Jahr ins Bild gesetzt. Unter der Prämisse, sprichst du, stirbst du. Daher musste ich meinen Leuten sagen, wir hätten eine Wetterstation zu sichern. Herr Oberst, bei allem Respekt, wenn wir nicht zurück können, sollten wir vielleicht nach vorne blicken? Ich habe da eine Idee, aber Archon, anstatt mit dieser stummen Missbilligung weiterzumachen, solltest du lieber die Funkfrequenzen überprüfen. Wir müssten jetzt außerhalb des Bereichs der Störgeräte sein. Also probier es mal. Suche nach Funksprüchen von der Arche. Verstehst du jetzt, warum wir in den Augen des Kommandos Verräter sind? Wir haben einen Störsender ausgeschaltet, die Wache geschossen, einen Patrouillenzug zerstört und sind aus Moskau geflüchtet. Wer braucht schon eine Verhandlung, wenn der Fall so klar ist? Es gibt jetzt kein Zurück. Was bedeutet, dass wir nach vorne durchstarten müssen? Kommando, wovon redest du denn da? Das Moskauer Verteidigungskommando. Hast du jemals von den unsichtbaren Beobachtern gehört? Ja, aber das ist doch nur eine Legende. Ganz und gar nicht. Sie sind das Kommando. Bist du sicher, dass sie sich nicht nur um ihre eigene Sicherheit kümmern? Du hattest die Arche erwähnt. Was hat es damit auf sich? Falls Artyom ihr Signal einfängt, wirst du es verstehen. Ansonsten gibt es da nichts zu besprechen. Du glaubst also, dass alles in Ordnung kommt, wenn wir diese Arche finden? Nein. Achtung! Aber wenn du einen besseren Vorschlag hast, schieße uns. Wiederaufbau von der Basis des Projekts Arche. Dann müssen wir die Menschen aus Moskau einen besseren Ort finden. So wie Artyom das... Warte einen Moment, was war das? Hört mal alle her. Die Route von hier sollte also etwa so verlaufen. Das ist unser Ziel. Und ist es das, was du im Sinn hattest? Ja. Das Projekt Arche ist eine ganze Stadt im Untergrund. Riesige Lager, Maschinen, die besten Experten. Es ist das Hauptquartier des Oberbefehlshabers. Alle Führungskräfte des Landes sind dort. Sie haben bereits mit dem Wiederaufbau begonnen. Wir werden ihnen sagen, dass Moskau noch lebt. Es war nicht alles umsonst. Alles wird sich ändern. Alles, verstehst du? Ein neues Leben beginnt. Für alle Überlebenden des Krieges. Wahnsinn, es gibt es doch alleinstehende Frauen. Gut reagiert. Ich finde, der Moment schreit geradezu nach... Schenk ein, Damir. Was soll ich einschenken, Herr Oberst? Das Zeug, das in deiner Feldflasche herumschwappt.
Meinst du, ich wäre taub oder was? Ah, das. Ach, für einen Moment dachte ich, meine Ohren täuschen mich. Die Reise ist typisch. Gerade kurz. Daher sollten wir es uns wohl gemütlich machen. Wie wär's? Sollen wir diesem Schrotthaufen einen Namen geben? Wird aber auch Zeit. Lass sie uns Anna nennen und gut ist. Ach, fahr zur Hölle. Beelzebub. Noch besser. Ach, komm schon. Wie wäre es mit Aurora, die römische Göttin der Morgenröte und dieser Kreuzer, ihr wisst schon was. Nicht schlecht. Gefällt mir. Ein schöner Name. Klingt ganz gut. Aber was für ein Kreuzer. Ja, sag ich dir später. Dann ist das wohl beschlossen. Trinken wir auf die Tür! Hey, Artyom, lass uns mal einen Blick auf die Karte werfen. In Ordnung. Eine Runde hatten wir. Das sollte reichen. Jawohl, Volldampf voraus! Jawohl, Volldampf voraus! Was für eine Strecke. Ich frage mich, wie lange das dauert. Egal, wir fahren dorthin. Oh, da haben wir aber ganz schön was vor uns. Da haben wir echt was vor uns. Werden bestimmt so kleine Etappen werden und die Stadt ist dann das Ziel, also am Ende. So, da können wir rausgehen oder halt dahin gehen, okay. Nach dieser langen Zeit im Untergrund ist die Luft an der Oberfläche unglaublich frisch und berauschend. Aber das war es nicht, was unsere Euphorie angefeuert hat. Unsere Reise hat endlich einen Sinn bekommen. Durch einen Funkspruch des Regierungsbunkers im Ural. Seit 20 Jahren haben wir gedacht, dass weder die Regierung noch das Oberkommando des Militärs überlebt haben. Und jetzt stellt sich heraus, dass es sie noch gibt. Wo waren sie, während wir uns in der Metro gegenseitig bei lebendigem Leibe gefressen haben? Sobald wir Yamantau erreichen, werden wir ihnen eine Menge Fragen zu stellen haben, sofern wir dort ankommen. Laut Miller sind die Ruinen unseres Landes unter Kontrolle des Feindes und wir werden uns zu unserem Ziel durchkämpfen müssen. Ein kleines Team gegen eine Besatzungsmacht. Wie stehen die Chancen, dass wir gewinnen? Dass wir Antworten bekommen. Wenn so viele Funksprüche aus anderen Ländern waren und überall die Städte platt gemacht wurden, vielleicht sind das ja gar nicht irgendwelche fremden Besatzungsmächte, sondern irgendwelche internen. So, das war's schon. Jetzt müssen wir warten, bis hier wieder Viereck auftaucht. Das lädt noch. Da haben wir doch halt. Hast du dir schon was abgefroren, Schatz? Hier, bitte. Das sollte dich etwas aufwärmen. Was glaubst du, wie hoch unsere Chancen stehen, Yamantau Leben zu erreichen? Also es macht auf jeden Fall Bock auf mehr, das Spiel. Vater denkt. Wie ihm vergeben werden. Boah, ich wollte eigentlich nur anzocken, so halbe, dreiviertel Stunde. Bin schon bei über einer Stunde, ey. Vor dem du immer weggelaufen bist. Tut mir leid, dass ihr euch das so lange antun müsst. Dass ich dir nie geglaubt habe. Und jetzt blicke ich auf diesen Nebel. Boah, das wird definitiv ein Let's Play. Das will ich durchzocken, ey. Übrigens müssten wir bald an der Brücke ankommen. Verdammt! Ein Lagerfeuer! Menschen! Da sind Menschen! Sofort bremsen! Die schießen aber auf mich. Schüsse! Vier Personen auf einer Draisine! Alle Mann auf dem Führerstand melden! Nein! So. Artyom,
Du solltest besser zum Führerstand gehen. Gut, also wir gehen jetzt zum Führerstand, aber wir gucken erstmal so lang. Wir machen hier erstmal einen Abschluss. Sonst, wenn ich jetzt hier nicht einen Abschluss mache, Leute, tut mir leid, aber da bin ich noch 4-5 Stunden am Zocken. Und es ist für einen Angezockt ein bisschen lang, würde ich sagen. Also wir machen auf jeden Fall, wenn ihr Bock drauf habt, da draußen Let's Play. Da würde mich ein Däumchen natürlich sehr freuen. Und ihr könnt auch gerne kommentieren, ja, machen Let's Play davon oder was weiß ich. Also ich bin zu 80-90% sicher, das wird Let's Play. Mich würde halt nur interessieren, was haltet ihr davon? Es macht mega Gaudi, das Spiel. Die Story ist geil. Der ganze Hintergrund ist sowieso cool. Die Steuerung ist gut, bloß mit der Maske. Ich habe jetzt nicht rausgekriegt, wie man die Maske absetzen konnte vorhin. Also die Tastenbelegung ist wirklich extrem viel. Aber es macht richtig Bock. Also es suchtet. Also man kann, ihr seht ja, ich wollte nur kurz anzocken und bin schon bei ja, fast anderthalb Stunden dann gleich. Und es ist einfach richtig geil. Ich kann es nur empfehlen, von mir auf jeden Fall Daumen nach oben, Doppeldaumen hoch. Und ich musste auf jeden Fall weiterspielen. Das ist ein sehr fesselndes Spiel. Grafik, Sound, Story, alles geil. Obwohl ich kein guter Shooter-Spieler bin, schneide ich eigentlich ganz gut ab, muss ich sagen. Vielleicht können wir die Waffen auch noch aufwerten. Und uns aufwerten. Ich weiß ja nicht, was da jetzt noch kommt. Also, Storys scheinen schon ein bisschen was hinzugehen, weil wir werden dann so in Etappen vorankommen, bis wir dann beim Hauptquartier sind und ich will wissen, was mit diesem Hauptquartier los ist. Ich will wissen, was hier ist, ob das Land wirklich von Feinden überrannt wurde und wir hier Besatzer drin haben, ob das vielleicht nur irgendwelche aus dem eigenen Land sind, irgendwelche, die Geld machen wollen. Ich will den Hintergrund wissen. Das macht sehr, sehr neugierig. So, aber nichtsdestotrotz, würde ich jetzt hier auch erstmal einen Cut machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, a Däumchen wäre a Träumchen. Wir sehen uns wieder, wenn wir hier weiterspielen. Ich denke mal, das wird ein Let's Play. Ich denke mal ganz stark, dass es ein Let's Play wird. Kommentiert einfach mal. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, haut da rein. Ahoi. Sagt euer Odin.